Ja, hallihallo und herzlich willkommen zurück bei Kingdom Hearts Dream Drop Distance. Die Andenken haben wir durch, ja. Tutorials, die Rückblenden haben uns angesehen, Kino haben wir vorher schon gemacht. Und jetzt haben wir auch noch die ganzen Chronikgeschichten uns angesehen. Lerne die Geschichte von Kingdom Hearts besser kennen. Jetzt können wir wirklich mitreden mit den Großen. Okay, und die Spielinfos, ja, das ist nur die Erklärung wie Tutorials, ist nichts anderes. Okay, dann haben wir die Rubrik Andenken mal fertig. Und jetzt fehlt uns eigentlich noch ein großer Bereich, nämlich die Berichte. Ja, das gehen wir jetzt grob ein bisschen durch. Geschichte und Glossar schauen wir uns an. Und ja, Charaktere und Traumfänger. Sonst brauche ich auf da nichts mehr näher eingehen. Trophäenschränke kann ich ganz kurz nur erwähnen. Aber ja, eines noch vorweg, habe ich das letzte Mal noch vergessen als Anhang. Noch, als ich, das war ziemlich am Anfang, die ganzen Menüs erklärt habe und einmal überhaupt das Gameplay, wie das überhaupt aufgebaut ist, auch mit den ganzen Geistern und so, war ich da in der Rubrik Items bei den Schlüsselschwertern und habe ja kurz erklärt, wann man welches bekommt. Ich habe auch beim Trophäenschrank, dann fehlt mir eines, glaube ich, ein Pokal. Oder eine Trophäe, weil ich nicht alle Schlüsselschwerter bekommen habe. Und zwar bis auf diese alle, die man ja in der Story sowieso bekommt, bis hierher, die kriegt man alle. Ja, das ist normal, das ist bei alle gleich. Sprich, Kingdom Hearts Schlüssel, Schädelklopper, Schutzglocke, Riesenrad, Doppeldiskus, K.O.-Schlag, alle für einen und der Kontrapunkt. Ultima und Entfessler, die kriegt man nicht so leicht. Ja, Entfessler kriegt man dann, ich sag's noch einmal ganz kurz, ich habe sicher schon erwähnt beim ersten Mal, aber ich sag's noch einmal, den Entfessler bekommt man, wenn man das Spiel einmal komplett durchgespielt hat, vorher geht das gar nicht, und dann erscheinen in allen Welten diese Geheimportale. Die gibt's am Anfang noch nicht, da gibt's nur Spezial-, Kampf- und Freundschaftsportale. Und in diesen Welten dann, wo der Story-Boss-Kampf immer stattgefunden hat, in dem Bereich findet man dann, tauchen dann auch diese Geheimportale auf. Und wenn man die dann anklickt, kann man den Boss der jeweiligen Welt noch einmal angehen. Aber mit extremer Verschärfung, ja? Also extrem stärker, viel stärker. Und ja, ich weiß nicht, ob ich das Video mit diesem Boss-Rush schon gezeigt habe. Wenn nicht, dann wird es anschließend noch folgen, dieser Clip, und wenn er schon war, dann ja, kennt ihr euch eh schon aus. Und diese muss man dann eben alle besiegen, und wenn man alle geschafft hat, ja, dann schaltet man den Entfessler frei. Es ist die stärkste Waffe im Spiel, ja, noch stärker wie Ultima. Obwohl der Angriff geht zurück um 2 Punkte und die Magie ist dafür stärker. Also es kommt dann darauf an, was man dann auslegen will, aber reine Angriffskraft ist da Entfessler der Beste. Ultima, die zweite Waffe, die man noch über speziellen Wegen bekommt und nicht automatisch. Es gibt einen geheimen Boss, ja. Wir wissen ja, geheime Secret-Bosse, optionale Bosse sind in den meisten Spielen, in der kompletten Kingdom Hearts-Reihe, wie auch in Dark Souls und so weiter, kennt man ja extrem stark. Ja. Und auch hier ist es so, hier gibt es nur einen wirklichen Secret-Boss, ja, wenn man diese ganzen Bosse, diese separaten Bosse jetzt ausnimmt, einen. Und das ist ein gewisser Julius. Er taucht auf, auch erst nachdem man das Spiel durch hat, am Brunnenplatz in Traverse Town, und da kann man den dann angehen. Ja? Wenn man das erste Mal hinkommt, nach dem Durchspielen, wird der Kampf automatisch gleich getriggert, und wenn man ihn einmal geschafft hat, wird er in so einem Gulli-Deckel verschwinden. Ja? Und dann kann man ihn auch immer wieder angehen, indem man einfach dann am Brunnenplatz auf diesen großen Gullideckel drauf drückt, X drückt, und dann kann man jederzeit den Kampf wiederholen. Und für den Sieg über ihn gibt es dann Ultima. Ja, man muss Ultima und Entfessler natürlich aber auch separat für Sora und für Riku freischalten, denn wenn man ihn zum Beispiel mit Sora macht, hat dann Riku den nicht automatisch auch, ja. Denn auch Riku muss dann dasselbe machen. Ja? Also er muss auch die ganzen Bosse von seiner Storyline machen, plus dann Julius für das Ultima-Schwert.
Ja, das war nur als Anhang so dazu gesagt noch einmal. Und dann gibt es noch zusätzlich drei Schwerter, die ich nicht habe. Ja. Und drum, Moment, ich muss da ganz kurz einmal schauen, ob ich das da irgendwo aufgeschrieben. Ja, ich habe mir es eh da notiert. Mir fehlen nämlich drei Schwerter. Ja. Ich glaube, ich weiß es nicht ganz genau, gibt es da zusätzlich jetzt noch eine Trophäe? Ich glaube aber schon, dass man alle Schwerter besitzt, dann drei fehlen mir. Ich könnte die machen, aber ich brate sie mir. Ja. Also ich pfort's drauf, weil ich es nicht brauche. Und ich tue mir das jetzt nicht mehr an. Ich sag's euch nur. Das ist zum einen der Tauchflügler, der hätte einen Stärkewert, glaube ich, von 12 und einen Magiewert von 15. Den kriegt man, wenn man die Tauchaufgaben, sprich, das sind immer diese Aufgaben, wo man reintaucht in die Welt, wenn man überhaupt einmal neu in eine Welt startet. Man kann die natürlich dann später auch immer machen, aber in der Story muss man immer erst in die Welt reintauchen und da dann in allen Welten den A-Rang schaffen, ja. Also den Goldtaucherrang A in allen Welten schaffen und dann bekommt man dieses Schwertchen, der schimpft sich Tauchflügler. Ja, das zum einen. Zum zweiten, was ich auch nicht habe, die süßen Träume, also süße Träume, schimpft sich dieses Schwert. Das bekommt man, wenn man alle Flitzer-Cups absolviert. Ja? Also man muss die, glaube ich, nicht auf A-Rang haben, also auf die besten. Man muss, glaube ich, nur alle Cups durchhaben. Dann bekommt man das Schwertchen Süße Träume. Das hat einen Angriffswert von 14 und einen Magiewert von 12. Aber auch noch bei Weitem nicht so gut wie unser Ultima-Schwertchen bzw. unser Entfessler. Und last but not least, das dritte im Bunde, was mir noch fehlt, ist ein gewisser Garaus. Ja? Schimpft sich Garaus. Ist ein cooler Name. Ja? Und das wiederum bekommt man, wenn man alle Spezialportale absolviert. Auch das habe ich mir nicht angetan. Ich habe es nicht gebraucht, das könnte man machen, das ist jetzt gar nicht, es ist nur ein bisschen eine langwierige Geschichte, weil man muss halt wirklich genau dort, das muss dort aufploppen und ich habe es ja schon so oft gesagt, es ist immer nur ein Portal pro Durchlauf, pro Sturz, bis man wieder stürzt, sichtbar. Ja? Erst wenn man dann wieder stürzt und dann derselbe Charakter wieder drankommt, erst dann kann es sein, dass dieses Spezialportal auf einer anderen Stelle in der jeweiligen Welt aufploppt. Und es gibt 6 Spezialportale pro Welt, mit der Ausnahme, die Welt, die niemals war, da nur 3. Und das auch für Sora separat, unterschiedlicher wie auch für Rico. Also man muss halt wirklich dann genau dasjenige finden und ja, dann auch einmal angehen. Und dann hat man irgendwann einmal 6 Spezialportale pro Charakter in allen Welten freigeschaltet und auch das Geheimportal muss man freischalten, das dann für die Secret Bosse zuständig ist. Und wenn man das hat, ja, ich habe zwar alle Geheimportale, das wiederum ist für den Entfessler zuständig, aber die Spezialportale, dann bekäme man den Garaus. Und der hat auch eine Angriffskraft von 14 und eine Magiekraft von 16. Ja. Auch dieses ist schlechter wie Ultima und Entfessler. Ich könnte mir es jetzt noch alles, aber ich brauche es nicht. Ich wollte es nur der Vollständigkeit halber sagen noch einmal, dass es quasi dann noch 3 gibt. 3 mehr als ich habe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Also es gibt 13 Schwerter dann. Laut Adam Riese, genau. Dann haben wir das auch erledigt. Und nochmal kurz. Und dann gehen wir zu den Berichten über. Und fangen gleich oben an. Ich tue da ganz kurz nur so. Ja, schauen und ja. Haben wir noch Zeit. Gehen wir gleich mal in die Geschichte rein. Ja, ich muss jetzt einmal schauen, wie viel das ist. Werde ich jetzt auch nicht alles vorlesen. Das scrolle ich auch runter und hier geht es einfach kurz stoppen wieder und da sieht man noch einmal, was in der Stadt passiert, obwohl das jetzt gar nicht so notwendig ist. Ich glaube, im letzten Burst by Sleep habe ich das nicht einmal gemacht, weil meine eh die Story-Videos uns ja eh angesehen haben. Ich lasse kurz, dass man es lesen kann, schalte dann im Charakter um, weil jeder hat ja seine eigene Storyline gehabt und vor allem seine Geschehnisse, Ereignisse jeder separat erlebt. Gut, machen wir mal die Stadttraverse in Soras Sicht.
Thank you.
So, dann haben wir die Geschichten durch. Ja, so geht es natürlich schon schneller, wenn man das alles lesen würde. Das wäre ein Wahnsinn, ne? Da braucht man dann ja einen halben Tag, ein bisschen übertrieben. Aber so, es geht weiter mit dem Glossar. Interessante Anekdoten auch hier zum Spiel. Ich schaue mal, wie viel das ist. Das ist aber wieder einiges, ja. Ich werde das aber auch noch ganz kurz runterscrollen lassen und dann, ja, versprochen, bei den Charakteren und bei den Albträumen, die schauen wir uns dann schon gesondert an und da lese ich auch dann selber. Gut, jetzt klinke ich mich wieder aus und wir scrollen das auch wieder runter. Einfach stoppen und kurz selber lesen. Bis gleich. Ja, und da melde ich mich wieder kurz zurück. Das ist die geheime Nachricht. Die Vergangenheit wird wiedererweckt werden als eine neue Zahl mit nie dagewesenen Details. Macht euch bereit für das Erwachen der nächsten Zahl. Also das sagt schon mal viel aus über Zukünftiges wahrscheinlich, ja. Gut, dann haben wir das Glossar auch fertig. Also auch sehr interessante Anekdoten da auch noch, die was da noch einmal niedergeschrieben wurden. Und wie man die geheime Nachricht bekommt, ich habe es schon einmal erwähnt, ich kann es noch einmal ganz kurz sagen. Man braucht, bei der geheimen Nachricht weiß ich jetzt gar nicht, das hat mit der geheimen, mit dem geheimen Abspann, mit dem geheimen Video nichts zu tun. Das wiederum, da muss man, glaube ich, also ich spiele auf normal, braucht man glaube ich 7 Trophäen dann im Trophäenschrank. Wenn man auf Profi spielt, glaube ich, braucht man nur 5. Ich glaube 5. Und auf Veteran, glaube ich, gar keine. Ne? Und auf einfach weiß ich jetzt gar nicht, ob das überhaupt möglich ist, dass man das geheime Ende dann Video freischalten kann. Aber, na oh ja, Blödsinn. Ich glaube, 13.
Ich glaube, 13 braucht man da. 13 Trophäen dann im Trophäenschrank. Aber das ist ja fast Wahnsinn. Ne? Also da muss man wirklich fast das komplette Spiel durchhaben auf 100%. Aber egal. Die geheime Nachricht muss man dann im Ende dann schon. Ich habe es auch bei den Videos, sieht man es dann auch. Da habe ich selbst dann interagiert dann, als ich auf der Insel des Schicksals war. Das war schon ziemlich am Schluss dann. Musste ich 3 richtige Fragen beantworten. Ja, unter anderem, ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie die Frage gestellt war, jedenfalls die richtige Antwortmöglichkeit bei Nummer 1, das war Ventus, als man mit Roxas sprach. Mit Roxas, da war die richtige Antwort Nummer 3. Antwortmöglichkeit Nummer 3 nehmen. Dann als nächstes sprach man, glaube ich, mit Ventus. Da musste man Antwortmöglichkeit 2 nehmen, die mittlere. Und dann mit Xion, das war das Mädchen mit der schwarzen Kutte, da musste man ebenfalls Antwortmöglichkeit 2 nehmen. Also 3, 2 und 2, genau. Das ist der richtige Weg. Und anschließend musste man nach dem Abspann, nach den Credits, noch ein Minispiel, ein Tauchspiel machen. Und da war es wichtig, dass man alle goldenen Buchstaben anvisiert und traf. Ja. Die musste man sammeln und dann am Ende ein Wort zusammen basteln, das da hieß Secret Message Unlocked. Und da musste man wirklich alle Buchstaben finden und das war auch notwendig, um dann am Ende eben diese geheime Nachricht zu bekommen. Das ploppte dann auf, dass man die eben dann hatte und dann konnte man sie eben hier einsehen im Glossar. Jo, das dazu. Als nächstes, ja, Komplettierungsrate. Wie gesagt, ich habe einiges, ich habe nicht alles. Im Kampf zum Beispiel habe ich 59%, ich weiß nicht, was da alles, ich glaube, das sind die Flitzer-Cups auch, was da fehlt noch. Sonst habe ich kampftechnisch eigentlich alles so besiegt, was nur Rang und Namen hat. Ich habe auch, wie gesagt, die Bosse dann von den Geheimportalen alle noch einmal gemacht. Ich habe Julius gemacht. Ja, was mir da noch fehlt, ich habe keine Ahnung, I don't know. Geschichte haben wir fertig, 100%, also ist alles gesehen. Wir haben nichts verpasst, ja, alles gemacht. Items 90%, ja, da sind vereinzelt wahrscheinlich ein paar, die, was ich noch nicht bekommen habe von den Links vielleicht. Ich habe jetzt aber keine Ahnung, was da wirklich noch fehlt. Von den Flitzer-Cups, vielleicht gibt es da noch vereinzelt irgendwelche Items, die man da bekommt. Aber egal, sei es drum. Das ist mir sowas von Schnurzpippen. Jo, gut, das war das. Spielstand, jo, wie gesagt, fehlt mir eben, ich habe es eh schon mal erwähnt, nicht viel auch. Freier Fluss, das könnte man noch machen. Da müsste man alle möglichen freien Flussattacken machen. Von irgendwelchen Säulen weg, von irgendwelchen Rails weg, I don't know, was alles da irgendwie mit freier Fluss zum Interagieren ist. Irgendwas fehlt mir, aber mir ist ja das wurscht, ich schaue jetzt nicht einmal nach. Bei den Link-Angriffen mit Sora, ich weiß es auch nicht, da müsste man da vielleicht mit allen Geistern dann den Angriff dann machen, aber das wäre auch eine Lebensaufgabe. Ich habe ein paar, weil ich habe auch, wie gesagt, nicht mit alle gespielt, die ich freigeschaltet habe, weil haben durch alle. Aber ich habe nie mit alle gespielt, beziehungsweise dann mit denen auch noch einen Linkangriff ausgeführt. Also da müsste ich wirklich jeden einmal nehmen, aktivieren und einmal einen Linkangriff ausführen, aber das wäre mir jetzt zu langwierig. Also das waren die zwei Sachen, die was mir noch fehlen. Und da habe ich da eh alles und Linkportale. Ja, das ist eben das, was ich sagte. Das sind eben alle Spezialportale in allen Welten für Sora und für Riku dann zu finden. Hier habe ich zum Beispiel alle in der Welt, die niemals war, bei Sora und bei Riku. Jeweils alle 3, weil da sind es nur 3 und in allen anderen Welten sind es dann jeweils 6. Ploppen halt pro Sturz immer nur einmal auf. Und dann wieder woanders, also man muss dann wirklich genau dasjenige erwischen, um das dann auch freizuschalten, weil wenn man es dann einmal macht, dann bleibt es hier gespeichert. Das habe ich jetzt auch nicht alle. Und da gibt es eben dann auch noch ein Schwert, das habe ich auch schon erwähnt, das Schlüsselschwert. Jo, da muss man eben alle Spezialportale und alle geheimen Portale haben. Gut, das war das. Ja, dann haben wir das eigentlich. Darum habe ich Spielstand auch noch nicht fertig. Aber egal.
Charaktere Traumfänger, das machen wir dann zum Schluss. Die Schätze, ja, das haben wir alles komplettiert, alles fertig. Ich habe alle gefunden, alle Kisten in allen Welten für Sora und für Rico. Waren schon ordentlich viele, seht ihr, alleine 225 für Sora und 213 für Rico. Und ja, last but not least, der Trophäenschrank. Wie gesagt, ich habe nicht vorgehabt, dass ich hier einen 100% dran mache. Ich zeige euch einmal, was ich habe und was ich nicht habe. Ja, also hier habe ich einmal abgeräumt, Beweis, dass du die Geschichte abgeschlossen hast. Ja, das war jetzt nicht so schwer. Meiner Meinung nach der einfachste. Einfach mal durchspielen, das Spiel. Dann haben wir als nächstes Beweis, dass du 2000 Sturzpunkte gesammelt hast. Ja, also dann die Punkte, was man dann immer zwischen den Switchen der Charaktere dann also freischaltet, wo man dann die Zusatzboni dann für den nächsten dann immer freischalten und aktivieren fallen kann. Da muss man 2000 halt sammeln. Ja, das geht aber in der Story dann relativ schnell. Das hat man dann bald, weil durchs Kämpfen und so kriegt man das ja dann immer wieder dazu. Dann als nächstes habe ich Beweis, dass du 2500 Traumfänger besiegt hast. Ja, das ist auch machbar. Hört sich jetzt viel an, aber was haben wir da? Beweis, dass du 5000 Taler gesammelt hast. Ja, ich weiß nicht, wie lange man da braucht, bis man das hat. Dann, ich habe da nicht immer reingeschaut. So, dann Geisterjäger, Beweis, dass du mindestens ein Exemplar jeder Geisterart erhalten hast. Also das ist schon ordentlich schwer, ja. Da muss man wirklich alle Geister besitzen und das ist eine ordentliche Herausforderung. Das war meiner Meinung nach eines der schwierigeren. Jetzt nicht so schwierig in dem Sinn, sondern weil es lang dauert, ne? Bis man da wirklich alle hat. So, dann Schatzsucher, Beweis, dass du jeden Schatz gefunden hast. Haben wir auch, habe ich eh gerade gezeigt. Wir haben alle. So, dann haben wir, was haben wir da? Realitätswandler, ja, da habe ich eh auch erklärt in den vorigen Parts, wie man den einsetzt, eben mit Kreis- und Dreiecktaste. In jeder Welt ist ja anderer, um so dann Gegner mit einem Special-Schlag zu besiegen. Beweis, dass du mit Realitätswandler 50 Gegner, ja, die hat man bald. Das ist dann nicht so eine wilde Geschichte, ne? So, dann Link-Experte, Beweis, dass du dass du mindestens 50 Link-Verbindungen mit deinen Geistern aufgebaut hast. Ja, das also 50 Mal mit irgendeinem Partner halt dann, mit so einem Helferlein dann spielen und halt diesen Special-Schlag machen. So, das ist wichtig. Und mit diesen kann man dann eben auch in diesem Link-Baum dann, bei den Geistern dann in diesem Fähigkeiten-Baum, dann diese Pforten dann öffnen, dass man weiterkommt auf den Wegen. Jo, dann haben wir da noch das Fröschlein, das war Froschfachmann, Beweis, dass du Prinz Kairu besiegt hast. Ah ja, genau, der war dann in der Story, ist er das erste Mal, glaube ich, in der Welt vom Glöckner aufgetaucht, in der Kathedrale Notre Dame drinnen, vorne beim Altar, da habe ich ihn das erste Mal bekämpft, aber da habe ich ihn, glaube ich, der ist dann abgehauen, nach der Hälfte seiner Lebensleiste, wie ich die runtergeboxt habe, ist er dann abgehauen und dann habe ich ihm, glaube ich, das zweite Mal dann den Gar ausgegeben. Wo war denn das? Ah, das war in der Pinocchio-Welt, da unten, in der Grotte unten, wo es dann schon zum Wasser runtergeht. Dort, glaube ich, kam er dann das zweite Mal und da habe ich ihm dann ja die zweite Hälfte seiner Leiste dann runtergehauen. Jo, das war der Froschfachmann. So, und was habe ich, wie viel habe ich denn jetzt eigentlich? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Na, immerhin 9. Ich glaube, 7 braucht man für das geheime Ende. Also bei normal, wenn man normal spielt, wie ich. Also eher abnormal eigentlich. Ich habe eher abnormal gespielt. Aber für abnormal weiß ich nicht, wie viel man da gebraucht hätte. Na, egal. Was wollte ich sagen? Jo. Gut, und ja, schauen wir noch, was ich nicht habe. Beweis, dass die Geschichte im Profi-Modus, ja, eh klar, habe ich ja nicht gespielt, abgeschlossen hast. Was haben wir da noch? Beweis für den ersten Platz beim Flinke Flitzer Cup. Ja, den habe ich ja auch dann gesagt, den spritze ich. Weil das habe ich dann, wie gesagt, ich habe dann irgendwann aufgehört. Ich weiß nicht, wie viel Cups ich gemacht habe, die Hälfte ungefähr. Dann habe ich aufgehört. Könnte man noch nachholen, aber ja, ging mittlerweile auch schon, weil die, was ich mir da hochgelevelt habe, da meine Geister, die sind auch schon ein relativ hoher Level. Ich glaube, 60, 70, so mal dumm, habe ich die auch schon. Also da dürfte man schon ein bisschen weiter kommen dann. Aber interessiert mich gar nicht, mache ich gar nicht. So, was fehlt mir da noch alles? Deine Freundschaft mit allen Geistern hat Höchstwerte erreicht. Boah, na sicher, also das wäre auch, das würde ewig dauern, oder? Alle Geister, Höchstwerte. Also, na. Da gebe ich W.O.
Portalprofi Beweis für den Abschluss aller Spezial- und Geheimportale. Genau das habe ich gesagt. Ich habe alle Geheimportale. Dafür bekam ich ja dann den Entfessler, die stärkste Waffe im Spiel. Alle Spezialportale, wie gesagt, die habe ich nicht. Dafür wird es dann diesen Garaus, glaube ich, heißt der. Den wird es da geben. Also ja, das könnte man machen noch, aber ja, lasse ich auch sein. Tiefseetaucher, Beweis für über 7.500.000 Punkte im Tauchmodus. Ja, da müsste man einfach das Tauchen noch ein paar Mal machen. Das Eintauchen in die Welten, das kann man jederzeit wiederholen. Bei den Schnellstartpunkten, wo man dann reinreist dann, das wäre auch nicht so ein Problem. Wie viel mir da noch fehlen, weiß ich gar nicht. Was haben wir da noch? Hyperflüssig, Beweis, dass du im freien Fluss 1.000 Gegner besiegt. Ja, das habe ich deswegen noch nicht. Das haben viele andere wahrscheinlich gleich relativ schnell, weil ich nie mit dem freien Fluss gespielt habe. Weil ich so schon eigentlich auch so gut bin. Also ich brauche dann den freien Fluss gar nicht anwenden. Obwohl einen der dann wirklich sehr geholfen hätte. Und vor allem, es wäre schneller gegangen oft. Ne? Aber egal, sei es wie es sei. Kritikerlob haben wir noch, Beweis, dass du die Geschichte im Veteranenmodus, ja, das habe ich auch nicht gemacht, das ist die schwierigste Schwierigkeitsstufe dann. Da bin ich schon zu alt für. Und dann haben wir noch Statistiker, Beweis für den Höchstwert aller wertverbessernden Fertigkeiten. Ja, na gut, da müsste ich jetzt wirklich auch, wie gesagt, bei diesen Links dann, von diesen Geistern, die Fertigkeiten Links, dann mehr oder weniger alle ziemlich freigeschaltet haben, also was halt Abilities ist. Und dann für meinen Fertigkeiten, boah, also das wäre auch eine ordentliche Herausforderung. Na, also der wäre auch langwierig, extrem langwierig, bis den mal hast. Und last but not least, Schlüsselschwertmeister, Beweis, dass du alle Schlüsselschwerte erhalten hast. Also wie gesagt, die drei fehlen mir. Dann hätte ich auch das hier. Jo, gut, dann haben wir das eigentlich auch erledigt mit den Trophäenschränken. Und das nächste Mal schauen wir uns dann nur mehr an, die Charaktere und die Traumfänger dann wieder gemeinsam. Und dann haben wir es durch. In diesem Sinne sage ich dann mal Dankeschön fürs Zusehen, fürs Zuhören und würde mich freuen, wenn ihr mich auch dann am Ende noch begleitet und mir treu bleibt. In diesem Sinne macht's gut und ciao, bis zum nächsten Mal.